Verlieren verboten in Israel. Der erste FC Union zu Gast bei Maccabi Haifa. Ein zäher Start in dieses Spiel. Haifa tat nicht wahnsinnig viel für die Offensive. Wenn, dann wurden sie eingeladen, wie hier von Frederik Renno. 39. Minute schon. Haraguchi kann mal ein bisschen Tempo aufnehmen und Puchac auf links mitnehmen. Die Flanke an allen vorbei. Dann nimmt Riasson Kevin Möwald den Ball weg und dann am Ende, ja, kriegen sie keinen vernünftigen Abschluss hin. Es blieb dabei ein Schuss aufs Tor von Haifa Keeper Joshua Cohen. Den konnte Union Berlin im kompletten ersten Durchgang nicht verzeichnen. Immerhin, sie blieben am Ball hier im Nachklapp dieser Chance nochmal. Kruse aus der Distanz. Das war schon fast das Gefährlichste, was Union mit 55 Minuten auf der Uhr zustande brachte. Urs Fischer wechselte dreifach, unter anderem Gieselmann hier am Ball eingewechselt. Unter anderem Geraldo Becker hier am Ball eingewechselt. Und der gibt ab auf Riasson und der macht ihn. So, der dritte neue eingewechselte Grischa Prömmel, der ist als erstes bei ihm, um ihm zu gratulieren für einen fantastischen Kopfballtreffer. Schon als er mit der U21 von Norwegen mal in Israel gespielt hat, konnte er ein Tor erzielen. Und jetzt wiederholt sich die Geschichte. Julian Riasson macht das ganz Wichtige. 1:0. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Nochmal Freistoß, nochmal Tjaron Cherry und Frederik Renno. Und dann war Feierabend. Also Union gewinnt 1:0 in Israel gegen Maccabi Haifa. Und aufgrund des 2:2 von Slavia Prag gegen Feyenoord im Parallelspiel reicht am letzten Gruppenspieltag gegen Slavia Prag jeder Sieg. Union hat es also in der eigenen Hand, noch auf den zweiten Platz in der Gruppe E zu kommen. Julian, vielen, vielen Dank für dieses Tor. Mal wieder. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ein bisschen Schmerzen überall, aber gehört dazu. Es war ein schöner Sieg, wo wir wirklich zum Ende kämpfen mussten. Ja, viel besser geht es eigentlich nicht. Sprichst du es an, ganz, ganz wichtiges Ding. Wir haben jetzt unser Finale gegen Prag. Wie geil ist es jetzt hier vor den Fans? Wie fühlt es sich an? Sehr geil. Also, ja, man muss es einfach genießen, weil passiert vielleicht nicht so oft. Ja, ein toller Moment, den ich genießen werde. Entschuldigung, nochmal vielen, vielen Dank für das Tor. Wir freuen uns jetzt natürlich schon auf Sonntag gegen Frankfurt und wünschen dir gute Genesung. Dankeschön. Hey, vielen Dank.